Hallo und herzlich willkommen zurück bei Adventure Capitalist. Ja, wir haben seit dem letzten Mal 62 Oktillionen verdient. Ja, das ist jetzt die erste von drei wöchentlichen Folgen. Also ich habe mich jetzt im aktuellen Plan dazu entschlossen, dass ich jetzt wirklich drei Folgen die Woche mache. Das heißt, Montag, Freitag war ja schon und Mittwoch kommt jetzt zusätzlich noch eine Folge dazu. So, dann schauen wir mal, was wir mit unserem Geld machen können. Oh, wir könnten nochmal zurücksetzen und uns 1 Billion Investoren holen. Ja. Das schaut eigentlich ganz gut aus. Jetzt müssen wir natürlich wieder von unten anfangen, das ist kein Problem. Jetzt muss man uns mal überall einen Shop. Dann kann man uns den Manager holen. Das kann man eigentlich auch gleich machen. Den Upgrader, die Vergünstigungen werden uns natürlich auch gleich alle holen. 10 Millionen Pizza Billiger. Ja, das kann man eigentlich auch. Und das nehmen wir auch, ja, nehmen wir auch noch mit. Das heißt, wir haben jetzt noch wie viele Investoren? Ja, das geht, das geht. Dann können wir uns die ganzen Bonus holen. So, mal alles auf 10. Und dann alles auf 100. Also, also. Wenn man zu schnell drückt. Aber schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ah ja, können wir uns wieder ein paar Updates holen. Dann machen wir hier die Zitronen auf 100. Jetzt haben natürlich die Zeitungen sind wichtig. Bonus natürlich nicht vergessen, dass wir uns die auch gleich wiederholen. Oh, da hat sich mein Handy bemerkbar gemacht. Ich werde es kurz mal auf lautlos schalten, damit wir da nicht weiter gestört werden. So, dann haben wir uns da nochmal die Boni. Ah ja, Engel sowieso. Ja, was haben wir hier eigentlich noch, was wir machen können? Okay, da haben wir. Ah ja, Engel. 10.000, 100.000 plus 2% für 100 Millionen, das können wir diesmal auch problemlos machen. So, dann können wir uns dann nochmal ein Shrimps-Upgrade holen. Gehen wir mal da alles auf 200. So, nochmal 100 Zeitungen, da würden wir uns dann nochmal Boni holen können. Hier können wir uns nochmal Boni holen. Nochmal Engelbonus ist auch sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt schon 8% bei den Engeln, beim letzten Mal waren wir bei 6% pro Engel. Wenn man jetzt nimmt, wir kriegen 8% pro Engel und haben, gut, wir sind jetzt wieder unter der Billion, beziehungsweise halt Englisch, bei uns wäre es ja 1 Milliarde quasi. Aber es geht. Das heißt, 300 Zeitungen haben wir. Na gut, dann werden wir da mal auch alles auf 3.
200 hochschrauben. Höhe kann ich auch gleich nochmal raufgeben. Autowaschanlage. Und wieder ordentlich. Okay, das heißt, das nächste wäre nochmal 2% für die Engel. 400, 400. Können wir uns auch leisten. So, dann werden wir uns da noch ein bisschen die Zitronen ein bisschen hochschrauben. Und sonst schauen, dass wir halt wieder überall so auf die 400 kommen. Das müsste relativ schnell eigentlich gehen. Gut, bei den Zeitungen, die sind halt schon ein bisschen teurer. Aber wir könnten noch Zitronen, 700, da könnten wir uns das leisten. Aber machen wir hier die Donuts. Es fehlen jetzt noch Pizza, Autowaschanlagen und die Zeitungen. Ja, das rennt eh alles relativ gut durch. 46 Septimeter haben wir schon wieder. 47. Ja, da können wir uns bald die Pizzas leisten. Ja, also wie ich am Anfang schon gesagt habe, es kommen jetzt 3 Folgen die Woche. Und ich denke, da geht einfach mehr weiter, weil 2 Folgen die Woche war schon nicht schlecht, aber mit der dritten werden wir einfach mehr erreichen. Weil eben 3-mal die Woche, wo man investieren kann, wo man, wenn es passt, nochmal Investoren zurücksetzen kann, damit wir dann auch mal in die neuen Gebiete kommen. Zusätzlich Mond und dann später noch am Mars investieren können. Sollen wir da? Ja, gut. Machen wir da auch nochmal die 800 voll. Ah, jetzt brauchen wir schon 14,8 Oktillionen. Gut, das dauert dann schon ein bisschen länger. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch die Zeitungen und die Autos, dann hätten wir alles auf 400. Beziehungsweise haben wir hier noch einen 7-fach Zitronenbonus, den kriegen wir. Schauen wir mal. Was sind das eigentlich für Sachen? Ah, da gibt es auch noch Boni, wenn wir da Engel investieren. Nur 25 Millionen Engel, wenn wir 10 plus 10 Donut-Shop plus 10 Newspaper. Ist die Frage, ob sich das auszahlt. Für eine Oktillion würden wir den 7-fach Bonus für die Zitronen kriegen. Okay, das heißt, die nächsten Boni, da müssen wir dann wieder in den Oktillion-Bereich hineinkommen. Das dauert natürlich dann schon länger. Dann schauen wir mal, dass wir hier die 2 noch hochbekommen. Zeitmäßig liegen wir ganz gut 9 Minuten. Auch mittlerweile wieder 100 Ölfelder leisten. Da ist halt immer die Frage, warten und sparen oder lieber weiter in die anderen Betriebe investieren. Wobei Autowaschanlage nicht mehr so lang dauert. Da sind wir jetzt schon auf 199, 200, wir brauchen 267, also das kriegen wir auf jeden Fall noch zusammen. Zeitungen könnte vielleicht doch ein bisschen dauern. Dass wir vielleicht doch erstmal schauen sollten, da noch in andere Betriebe investieren. Genau, da jetzt eher ein bisschen Zeit ist, es gibt ja mittlerweile einen neuen Uploadplan, der auch schon online gestellt ist. Das heißt, ich werde jetzt jede Woche einen Uploadplan machen. Weil es dauert nicht lang, der aktuelle hat gleich eine Länge von 5 Minuten. Also
das geht recht gut, dass ich da wirklich jede Woche einen Upload-Plan hochladen kann, wo ihr immer seht, dann Woche für Woche, was kommt denn fix an Projekten. Eben, da gab es eben ein paar Änderungen, unter anderem, was ich schon angekündigt habe, eben Fallout Shelter geht auf Pause und Stoneheart quasi ist beendet vorerst, weil eben durch die neue Alpha müsste man einen neuen Spielstand starten. Ich habe mir gedacht, na, ich warte lieber und schiebe dazwischen mal ein anderes Projekt rein. Das heißt, wir werden dann wieder, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben, was auch schon lange auf Pause war, Game Dev Tycoon weiterspielen. Ich habe da wieder zwei Folgen aufgenommen, hat Spaß gemacht. Und es ist auch eines der Projekte, was ein Ende hat. Ich habe am Plan fast ausschließlich endlos Projekte. Und ein Projekt zu haben, wo man sagt, okay, da ist man irgendwann durch, das hat ein Ende, das wird auch ganz gut passen. Das heißt, da kommt dann morgen eine Folge. Ist auch geplant, dass ich das dreimal die Woche bringe. Quasi, also Game Dev Tycoon ersetzt mehr oder weniger Fallout Shelter. Und die zwei Plätze, wo vorher Stoneheart war, kommt eben dann noch eine dritte Folge, Game Dev Tycoon, und eben die dritte Folge Adventure Capitalist. So, jetzt habe ich mir dann nochmal die Ölfelder geholt und dort. Ich glaube, das kann man eher leichter zusammen. Wobei, jetzt brauchen wir schon 141 Oktillionen. Zeitmäßig 12 Minuten. Ja, eben, das ist die Frage, ob wir das jetzt noch zusammenbringen. Andererseits, durch die Zusatzfolge kann man jetzt auch sagen, okay, wir warten halt die zwei Tage und erhöhen dann am Mittwoch nochmal alles und schauen dann, wie weit wir kommen, ob wir dann vielleicht auch die 500 noch erreichen und in der Freitag oder Montag quasi wieder zurücksetzen und uns so Schritt für Schritt einfach nach oben arbeiten. 236 Septillionen. Naja, vielleicht geht's ja doch noch. Schauen wir mal. Ich meine, wir kriegen jetzt 3,1 Septillionen pro Sekunde bei den Ölfelder. Bei den Banken sind wir auch schon auf einem guten Weg, da ist der Timer noch auf 2 Sekunden. Alle anderen haben wir auf 0, das heißt, da schießt das Geld nur durch. Das heißt, Banken und Ölfelder, das sind die, die wir noch hochbringen müssten, quasi damit der Timer gar nicht mehr rennt. 426, okay. Ich glaube, das könnten wir jetzt schon noch abwarten. 760 ist jetzt doch nicht mehr so viel. Ich glaube, die 100 Ölfelder haben uns auch einiges gebracht. Heute ist auch wieder eine neue Aufnahme von der Chaos WG. 7 Days to Die kommen auch wieder neue Folgen. Also da geht's auch munter weiter. Ansonsten schaue ich halt immer, was man sonst noch machen könnte von den Projekten her. Gut, ich meine, die 30 Plus gehen auch weiter. Wobei ich da noch überlegen bin, ob ich das Konzept vielleicht noch ein bisschen abändere. Und durch die 30 Plus habe ich mir erhofft, quasi einen Schub irgendwie auch am Kanal. Weil ja auch wichtig ist, quasi die Aufrufzahlen der Videos. Und natürlich auch, wie lang die Videos geschaut werden.
Und ich habe gehofft, wenn ich jetzt mehrere Projekte habe, wo regelmäßig 30 Aufrufe die Folge kommen, dass das auch wieder einen Boost im Kanal gibt, einen zusätzlichen. Das Problem an der Sache ist aber nur, es dauert halt teilweise schon sehr lang, die 30 Folgen zusammenzubekommen. Und dann greift wieder ein anderer Mechanismus von YouTube, wenn man irgendwelche Projekte oder hat oder Playlists, wo nicht so oft Videos kommen, dann werden die natürlich nicht so gut in der Suche wieder gereiht. Ah, wir können mittlerweile uns die Zeit drin haben. Das heißt, wir haben jetzt alles auf 400, die Zitronen auf 800 und die Ölfelder sind mittlerweile auf 500. Schaut eigentlich ganz gut aus. Ansonsten gibt es irgendwas noch, wo wir uns was holen können. Okay, da brauchen wir jetzt schon 9 Millionen. Bei den Zeitungen, genauso bei den Waschanlagen, eigentlich überall, nur drüben sind wir noch im Oktillionenbereich. Das werden wir aber auch jetzt nicht mehr zusammenkriegen. Ja, dann würde ich sagen, beende ich an der Stelle die Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Adventure Capitalist. Tschüss!